Herzlich willkommen zurück bei The Legend of Zelda Skyward Sword, wo wir im letzten Part in einem neuen Gebiet hier im Vulkan Elden unterwegs gewesen sind, wo wir uns jetzt mit den neues Gebiet, wo wir die Aurasuche bekommen haben für die heiligen Regeliste da, diese Steine, das weiß ich noch, aber... Ah ja, wir brauchen Wasser. Stimmt, wir brauchen Wasser. Letzte Aufnahme ist ein bisschen her. Das ist... Wir sollten ja den Durst von den... von diesem komischen Frosch da... löschen, das war der Punkt. So, zwei Käferstellen gesagt. Weiter geht's. So, Gegner erstmal links liegen. So. Der Frosch wollte ja unbedingt was trinken. Da. Trinken Schluck. Sieh mal, die Flammen sind erloschen. Jetzt können wir diesen Abschnitt endlich erkunden. Das ist, glaube ich, der einzige Krone, der aktuell rumstolziert und rennt. Hallo, Steinchen. Boing. Das Loch sieht anders aus. Warum sieht das Loch so anders aus? In der Nähe scheint sich irgendwo ein Herzteil zu befinden. Um es zu finden, musst du dich jedoch wie ein Magma durch die Erde graben können. Kann man sich denn durch die Erde graben? Also ich weiß, dass ich innen, also die Erde graben kann, aber in die Erde rein, das ist mir auch neu. Ist nochmal Wasser? Ich möchte das leer, wa? Okay, ich muss noch mal Wasser holen. Ich bräuchte vielleicht eine zweite Flasche oder sowas. Eine zweite Flasche wäre eventuell nicht verkehrt. Ist das nervig? Von hinten brauchen wir nochmal Wasser, oder? Halt, warte mal. Soll ich dir Wasser geben? Ah ja. Das macht Sinn. So, Fröschen hat getrunken. Sehr schön. Oh, klasse. Dann lass uns mal nachsehen. Ich lege euch jetzt Wasser holen wir. Hier liegt ein göttliches Geschenk, okay. Da ist der Xyphus. Statue.
Oh, schau dir das nur an. Unheimlich. Das ist bestimmt nicht für das Artefakt der Götter gedacht. Dahinter muss sich etwas Größeres befinden. Und dieses Mal sind die Flammen noch viel größer. Mit einer Flasche wirst du da nicht weiterkommen. Hm. Irgendwie müssten wir da genügend Wasser drauf spritzen. Hast du keinen großen Behälter? Nö. Und dann bräuchten wir natürlich noch eine ganze Menge Wasser. Wie machen wir das nur? Du hast mich gerufen, Peter? Du bist doch angebimmelt. Jetzt willst du was von mir, okay. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. An diesem Ort kann ich kein Wasser erspüren. Um diesen Mechanismus zu bedienen, wirst du viel Wasser benötigen. Ich empfehle dir, danach zu suchen. Ja, nach Wasser suchen kann ich nicht. Okay, er weiß quasi, wo ich hier stehe und kann den Pfeil instant abwehren. Alles klar. Darf ich noch was anfangen, bitte, Skimpen? Mal wie es marschieren. Gut. Alter, warum bist du so... Oh. Blödes Mistvieh. So. Da ist noch ein göttliches Artefakt. So, jetzt haben wir das Ding aktiviert. Alles gewesen sein hier, oder? Was ist aber eine Aura-Suche? Ist mit irgendein wirklicher Stein? Irgendwo draußen, okay. Ja, da hinten, der kann schon rein, das weiß ich ja. Ach du hier, suchst du immer noch nach deiner Freundin? Was ich hier mache? Ich suche natürlich nach einem Schatz, ist doch klar. Bis jetzt habe ich aber nichts gefunden. Hast du vielleicht eine Idee? Willst du es wissen? Wie, du weißt was? Du und ich, wir sind doch gute Freunde. Los jetzt, erzähl schon. Was, die Flammen versperren dir den Weg? Dann gib doch Wasser drauf. Du brauchst ganz viel Wasser dafür. So ist es also. Dann reicht das hier, obwohl ich verstehe. Das Wasser hier stammt aus dem Floriasee, der ist ziemlich weit weg. Ein Kumpel von mir war im Wald von früher noch Schatzsucher und ist von dort über den Wasserweg hierher zurückgekehrt.
sagt er zumindest. Mit dem Wasser aus dem See lässt sich dein Problem ja vielleicht lösen. Okay. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich empfehle, den Worten des Mogma zu folgen und zum Floriasee zu gehen. Was den Transport des Wassers angeht, vielleicht solltest du dich an den Wasserdrachen wenden. Mit dem Wasserbehälter, in dem er sich vor seiner Verletzung erholt hat, sollte es möglich sein, das Wasser zu transportieren. Soll ich die früheren Informationen verarbeiten und das Gefäß als Ziel für den Aufsuch festlegen? Ja, mach mal. Sehr wohl, Gebieter. Das Gefäß, in dem sich der Wasserdrache aufhielt, wurde als Ziel für die Aurasuche festgelegt. Also spiele ich jetzt Wasserlieferer oder was? Na gut, dann können wir eigentlich auch gleich ins Wolkenmeer düsen. Sind sie schon drei Käfer hier? Hier! Das war ein Papierkäfer. Eine Füchse. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hepp, hepp. So. Jo, dann. Wenn jemand krank ist. Kann ich nicht, sie kommt nicht drüber weg. Nö. Gut, dann können wir wirklich erstmal gehen. Beziehungsweise müssen wir erstmal gehen. Ich kann von dir aus nicht ins Wolkenmeer reisen, scheiße. Jo, dann muss ich andere nehmen. Das war nicht gut. Er war nicht gut. Oh, aber der ist gut. Eins. Du musst die Statue auf der anderen Seite nehmen. Ich glaube, dann brauchen wir auch wieder diesen Roboter, der uns dieses schwere Ding trägt. So. Ins Wolkenmeer reisen, bitte. Ja, möchte ich. Mir würde übrigens kurz übel werden, wenn ich mich so mit dem Drehmoment dann oben ballere. So, dann einmal zum Wald. Ist da was passiert eigentlich mit der Kiste? Oder am Anfang ist die Kiste passiert, okay. Wie ist das denn so ekelhaft? Ich gucke mal gleich, ob ich die Soundprobleme beheben kann. Ich will vorher noch im Wald landen. Wege zu. Ja. Oh, ja. Dahin. So. Bin gleich wieder. Ich guck mal ganz kurz, ob ich die Zaunprobleme lösen kann. So. Und da bin ich auch wieder. Zaunprobleme sind weitestgehend beseitigt. Ach komm, Schuss auf. Wird doch Käfer stehen. Wir gehen mit dem Drachen.
Ach, was ist das schön, ja. Hallo, Wasserdrache. Sieh an, das Menschenkind. Hast du gelernt, die Kraft deines Schwertes zu nutzen? Wie, du möchtest dir mein Wasserbild leihen? Nun gut. Meine Kraft ist zurück. Ich werde ihn wohl so schnell nicht wieder benötigen. Mach damit, was du willst. Soll ich den Roboter rufen, um den Wasserbehälter zu transportieren? Ja, bitte. Den kann ich nicht leiden. Jawohl, Gebieter. Ich werde nun nach ihm rufen. Verehrte Fei, ich bin so schnell gekommen, wie ich nur konnte. Oh, das ist aber groß. Aber kein Problem für mich. Hey, guten Erwischt. Sieh zu und lerne. Ich werde damit dann wie immer am... warte, damit am Himmel. Gut, jetzt haben wir ihr den Topf geklaut. Gebieter, lasst uns ins Wolkenmeer zurückkehren und von dort zum Vulkan fliegen. Okay. War ja fast. Hat er fast geklappt. So. Oh Gott. Zwei Meilen. Und wieder raus hier. Ist ein bisschen nervig, diese Hin- und Herrennerei, aber na gut, was soll ich machen, ne? Müssen wir ja wohl durch. Müssen wir ja leider durch. Da, 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 da. Ich muss zum Orden, also da wäre, okay. Aber jetzt können wir wenigstens gleich da lang hinlanden. Das ist auch gut. Und ich sag immer noch, die Musik klingt nach Star Wars. Ohne Scheiß jetzt. Hoppala. Oh, das ist der Eingang zum Vulkan. Ich bin bestimmt schneller am Ziel als du, Schleichner Gunnar Wicht. Es ist mir sowas von scheißegal, ob du schneller bist. Warum bin ich jetzt hier gelandet? Wie? Hier ist es ja. Hier ist es gut, ja? Ich hatte schon fast keine Kraft mehr. Was? Auf den Gipfel? Das ist doch gleich. Jetzt muss ich mit dem schweren Ding noch einmal losfliegen. Hier ist alles voller Monster. Nicht, dass ich etwa vor Monstern Angst hätte, aber im Augenblick trage ich halt noch diesen schweren Behälter. Auf geht's, Gunnerwicht. Zeige ich dir mal was. Was ein echter Transportroboter ist. Pass auf mich auf, ja? Ich folge dir unauffällig. Und pass bloß auf, dass mir keins dieser Ungeheuer zu nahe kommt. Was ist denn? Okay. Warum so unnötig kompliziert? Wer doch auch auf dem. Wer hätte aber auf Dings landen können? Auf dem Vulkan direkt. Wo ist das lang? Ah, okay, dann ist das am sinnvollsten. Ehrlich gesagt. Juck.
Hä? Du hast einen Haken. Ja. Lass dich schon alleine. Ich bin daher geflogen, du. Emil. Ja, bist du hier? Was ist dein Problem? So, wo muss ich denn da lang, ne? Ich muss jetzt einmal außenrum hier. Ich muss dich hier ein bisschen hin eskortieren. Eskortierungsmissionen sind schon seit Resident Evil 4 scheiße geworden. Das habe ich schon damals nicht gemocht. Ich meine, gut, wir hätten auch einen Langweg nehmen können, aber nein. Da sind ja so viele Monster hergekommen, Alter. Der Dicke ist auch noch wieder hier. Komm weg, der Robo. Das gibt's Knall. Egal. So. Noch zwei Bomben einstecken. So. Dann kommen wir, gehen jetzt hier rein. Da kommt schon eine Feuerfledermäuschen. Fledermäuse. Mal halblang kurzer. Du musst immer herkommen mit diesem Ding. Willst du mich verarschen? Du kannst jetzt den Weg hier nicht hochkabbeln. Ich soll jetzt echt bitte den ganzen. Oh Mann. Was ist denn runtergekommen zu dir? Ich weiß, wo du bist, aber ich kann nicht zu dir mich hin teleportieren. Mann. Robo, du bist nervig. Sanddorfer Aufgabe. Warum sagt man nicht gleich, dass sie so Dinger nicht nehmen können? Ja, das wäre einfach gewesen. Ich hätte gleich gesagt, du, pass auf, ich kann da nicht hin skaten. Wäre mir lieber gewesen. Ich bin ja schon auf dem Weg, Junge. Kann nicht nerven. So, können wir kurz graben. Problem ist, ich war nicht vorbereitet auf so eine lange Aktion. Deswegen werde ich wohl diese Begleit-Escort-Mission unterbrechen müssen. Nee, ist mir egal.
Alte Zeit, nur wenn du nicht fliegen kannst. Dann lass mich hier lang gehen. Komm. Oh, ist ja nervig. Ich will nicht mehr. Kann ich auch, Kollege. Hab ich auch die Ständen? Wirklich nice. Also eins muss er sagen, Link ist ein guter Sniper. Oh, wo einer auf der Gegend? Nee. Ich war schneller als du. Warum war jemand hier? Nee. Naja. So, das Schaden, da kann ich abwehren, ne? Oder auch nicht. Mann, stoppt auch langsam. Jetzt. Gut, hier ist noch ein Löschen, ist noch ausgraben. Lass mal so ein Käfer, das ist egal. So, dann komm du, Roboter Schleuder. Es ist ein Feuerschleim, der greift dich nicht an. Der hoch kommt doch nicht. Komm mir doch, glaub mir mal. Geht auf jetzt die Flugbahn, Scheiße. Oh, Pfeile nehme ich gar. Was sind Pfeile? Sehr gut. So, da wird der Sprach sich verschiedet. So, da ist noch einer. So, die machen Bottlebaum. Jetzt hast du auch nicht, okay. So, dann zur nächsten Abteilung hier. Yep. So, mal kurz Energie saven und weiter geht's. So, hier ist das Blaue. Aber auch diesen mir egal. So. Dann noch einer. Oh, ein bisschen Geld geworden. Oh, Steck von Bienen und zwei Edelsteinchen. Auch ganz gut. Oh, und ein Schmetterlinge. Heißt das, ich kann hier. Nein, kann ich nicht. Okay. Aber ich kann das machen. Und das auch machen. So.
Ah ja, das hatte ich auch noch. Aussetzer? Mach ich. Jetzt aber. Mann, der hört schon viel aus, Junge. Wie viel ist denn aus? Dicke Kalle. Jetzt. Mann, der hat ganz schön geschluckt, der Kerl. So, war gut, dass ich schon vorher ein bisschen beigebracht habe. So. Jetzt haben wir es auch erledigt. Ich lasse dich nicht alleine, komm rein hier. Weil du bist ja zu dämlich, irgendwo durch ein bisschen mit da oben zu flappern. So, wo sind wir jetzt hier? Wir müssen jetzt einmal hier durchfahren. Okay. So, meine Ohrringe funktionieren wieder. Sehr schön. Da können wir jetzt hier durchgehen. Heilfuss hier unten. Der ist egal, oder was? Das war euch bei besiegen. Also die Folge wird ein bisschen länger, weil einfach... Mann, ich hasse dich. Ich hasse diese Dinger. Die Bellycurl da. So, dann lass mal kurz rausgehen. Weil wir brauchen ja das Wasser hier. Das ist das Einzige, was ich sehen kann. So, hier, Verlauf. Oh, da ist da Wasser drin. Da kann Wasser drin sein, wa? Wenn das so ist, können wir weitergehen. Doch, ich kann nicht alleine lassen. Und außer lasse ich dich nicht alleine. Na, guck mal an. Aber ich sag bloß nicht, das Wasser reicht nicht aus. Das wäre natürlich dämlich. Da soll ich Wasser drauf spritzen? Na dann, sieh zu und lerne. Man kann es eben einfach fallen lassen, wäre auch eine Idee, hast recht. Vollkommen cool. Verehrte Fei, habt ihr es gesehen? Bitte ruft mich wieder, wenn ich euch behilflich sein kann. Ich hasse diesen Kerl. Ich stelle fest, dass die Flammen, die den Weg versperrten, erloschen sind. Ich empfehle weiterzugehen. Gut, aber wir gehen im nächsten Part weiter. Weil wir sind jetzt durch. Ich sage damit also danke fürs dabei sein. Und dann hören und sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin und ciao, ciao.